Wir sind heute in Landsberg am Lech. Und das ist Zips Scooter Shop. Ein Paradies für Rollerfahrer und Vespa-Fans. Und das schauen wir uns heute mal an. Ralf Jodl und Alex Barth, die beiden Gründer von Zips Scooter Shop, haben ihr Unternehmen vor 20 Jahren in einer Garage gegründet. Und heute in diesem Gebäude Platz für über 100 Mitarbeiter. Neben dem Flagship-Store beinhaltet das Gebäude auch eine Logistikhalle, Büros und ein italienisches Bistro. Bei mir sind jetzt die beiden Gründer von Zip, Ralf und Alex. Ihr seid gerade zurück von einem Roadtrip mit den Vespas, ein Betriebsausflug nach Südfrankreich. Scheint ja wirklich ein Lebensgefühl zu sein, was ihr hier mit eurem Unternehmen lebt. Habt ihr auch versucht, das ins Gebäude zu transportieren? Auf der einen Seite ist es so, wir brauchen eine Architektur, die unsere Betriebsabläufe und Prozesse bestens abbildet. Und auf der anderen Seite, Vespa ist Kunst, Rollerfahren ist mehr als nur Transport und daher ist auch ein Gebäude mehr als nur ein Regenschutz für uns. Und daher war es uns wichtig, dass das Gebäude ebenfalls den Anspruch an Kunst hat und das hat Ort-Architekt mit der Architektur hier einfach hinbekommen. Wie ist denn die Partnerschaft mit Ort-Architekten zustande gekommen? Wir haben vor 20 Jahren schon mal ein Projekt, also unser erstes Gebäude mit Ort-Architekten damals realisiert und das hat sehr gut geklappt und deswegen war es für uns irgendwie logisch, auch das neue Gebäude wieder mit Ort-Architekten zu planen. Architektur war euch wichtig. Was tut die Architektur für euch und eure Marke? Also das war Ziel von dem Gebäude, dass wir eine bauliche Visitenkarte haben. Wir verkaufen ja keine Teile, wir verkaufen Emotionen. Und das Gebäude soll auch Emotionen ausstrahlen. Und daher war uns das ganz wichtig, dass es ein authentisches Gebäude ist, das zu uns passt und dadurch auch eine Persönlichkeit ausstrahlt. Rollerfahren als Lebensgefühl ist hier fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Und wir haben das mit unserem Gebäudekonzept in die passende Corporate Architecture übersetzt. Die Holzmöbel kombiniert mit Sichtbeton, der Cortenstahl kombiniert mit dem Vintage Interior. Die offenen Flächen und die großzügigen Flächen, die bieten Raum zum Aufenthalt. Ganz speziell hier zum Beispiel bei den Holzfensterrahmen, wo man sich auch mal entspannt niederlassen kann. Gibt es denn eine Lieblingsecke im Gebäude, Ralf? Also eigentlich gibt es eine ganze Menge Lieblingsecken, aber jetzt vielleicht so für mich so das täglich mehrfach stattfindende Highlight ist eigentlich der Gang in die Separia, in unsere italienische Bar runter, auf einen Kaffee oder auf irgendwie eine Kleinigkeit zum Essen oder auch später mal zu dem Aperitif. Da trifft man andere Leute, man trifft Mitarbeiter, man trifft auch Externe und das ist ein sehr, sehr schöner Ort. Die Zusammenarbeit mit Ort-Architekten, gab es da auch mal Reibungen? Hat das denn gut geklappt? Es hat gut geklappt. Wir würden auch das nächste Gebäude wieder mit Ort-Architekten bauen. Und die Challenge war schon sehr groß, weil wir hatten ein sehr kurzes Baufenster von Juli bis Dezember, musste das stehen. Wir hatten einen ganz engen Termin für den Umzug und es musste alles klappen, dass wir zur Hochsaison wieder voll betriebsbereit da sind. Und da entsteht dann schon ab und zu Reibungswärme, aber eher sympathische Reibungswärme, weil es immer konstruktiv war, auf eine Lösung hin. Vielen Dank. Also, geht nicht, gibt's nicht, ist so die Message. Und dann würde ich einfach sagen, wir schauen uns hier um. Das war unser Besuch bei Zips Scooter Shop. Wenn es euch gefallen hat, schaut doch auch mal live vorbei. Ciao, ciao!